Jo, was geht ab, Fitnessfreunde? Heute schulde ich euch wieder ein geiles Video, weil die letzten 2-3 Tage waren die Videos nicht so überragend, nicht so viel Training drin. Heute gibt es wieder ein Trainingsvideo und zwar zerstören wir heute richtig die Beine mit Stefan. Und ich glaube, wir werden aufnehmen können, weil wir gehen heute um unsere Uhrzeit, wo es nicht so voll ist, um 11 Uhr. Gestern war nicht so optimal das Brusttraining. Gestern waren wir um 18 Uhr abends und wer um 18 Uhr zu McFit geht, der weiß, was dort los ist, wie voll das ist. Und deshalb konnten wir gestern nicht aufnehmen, aber ich kann euch eine kleine Zusammenfassung geben. Ich habe mein Gewicht beim Bankdrücken wieder erhöht. 115 Kilo, 5x5, nicht geschafft. Irgendwann ist auch mal gut, man kann sich nicht unendlich steigern. Und deshalb habe ich im ersten Satz 4, 4, 4, 3 und dann war es mir schon zu viel, da habe ich es gelassen. Dann habe ich nochmal mit 100 Kilo 9 Wiederholungen gemacht. Also, ich bin dabei noch, man kann nicht sagen jetzt, ob das eine Steigerung war, Verschlechterung oder gleich, weil das Gewicht war höher, Wiederholungsanzahl weniger, aber es ist gut, weil ich habe jetzt einen Indikator, 4, 4, 4, 3 und den letzten Satz halt offen, weiß ich nicht. Und das muss ich beim nächsten Training schlagen. Vielleicht 5, 4, 4, vielleicht 5, 5, 4, mal gucken, wie viel ich schaffe. Und das Ziel ist natürlich wieder 5 mal 5, das heißt, erster Satz 5, zweiter 5, dritter, vierter, fünfter, 5 Wiederholungen. Dann wird das Gewicht wieder erhöht. So, trotzdem habe ich mich steigern können in der zweiten Übung. Und zwar beim Schulterdrücken. Da habe ich mein Gewicht geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Ich schreibe mir mal ja meine Gewichte auf. Ihr müsst das nicht machen, wenn ihr sie euch merken könnt. Aber wenn ihr euch eure Gewichte nicht merken könnt, würde ich sie aufschreiben, um eine Progression feststellen zu können, weil nur eine Progression hat auch ein Muskelwachstum zufolge. Standard morgens auf leeren Magen, hier ist Kreatin und Omega 3 drin, zwei Vitamin D3 Tabletten und ich probiere mal Glucosamin aus, habe ich von euch als Tipp bekommen. Mal schauen, ob es wirkt. Jetzt kommt das Training. Viel Spaß dabei. Nochmal eine kleine Zwischeninfo, bevor ich zum Training gehe, weil ihr denkt, dass ich es nie mache. Ich zeige es aber nie, weil es ein bisschen langweilig ist. Also es ist nicht so spannend, aber ich mache es trotzdem jeden Tag. Jeden Tag morgens dehne ich mich, ungefähr 10 Minuten. Da habe ich sogar eine Routine fürs Dehnen. Dann vor jedem Beintraining mache ich hier diese Schaumstoffrolle, Mobility, um die Beinmuskeln und speziell auch die untere Rückenmuskulatur zu erwärmen. Dann, wenn ich Beintraining habe, fahre ich mit dem Fahrrad zum Training, richtig Sprint, um die Beine zum Durchbluten zu bringen. Hier ist ein bisschen dunkel. Und wenn ich Oberkörper trainiere, dann wärme ich mich beim Training, dehne ich mich mit dem Terraband. Also bei jedem Beintraining Schaumstoffrolle, bei jedem Oberkörpertraining Terraband, Dehnungsroutine jeden Morgen und dann natürlich nochmal das Aufwärmen beim Training selber. Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich nutze den heutigen Tag für ein Technikvideo. Ich zeige euch, wie ich meine Kniebeugen gefixt habe, wie ich keine Schmerzen mehr habe und leicht und locker ass to grass jetzt kniebeugen kann. Hier seht ihr, wie man es nicht machen sollte. Wenn man zu parallel steht, sind irgendwann die Knie kommen gegen den Bauch und sind im Weg, sodass man nicht weiter runtergehen kann. Und um weiter runtergehen zu können, rundet man den unteren Rücken ein und das ist wirklich fatal. Ihr solltet vielmehr darauf achten, wie eure natürliche Fußstellung ist. Das könnt ihr am besten ausprobieren, indem ihr hin und her geht. Bei mir ist das jetzt, ich gehe nicht nach innen. So ist das für mich sehr unkomfortabel. Ich gehe auch nicht gerade. Das ist bei manchen so, die gehen gerade. Das ist natürlich sehr gut oder je nachdem. Aber meine natürliche Ganghaltung ist, dass ich die Füße etwas nach außen rotiere und so bewege ich mich fort. Und so, also ich sag mal so, ich sehe sehr viele YouTuber, die sagen, man soll immer enger stehen, immer paralleler. Das finde ich ist schlicht und ergreifend falsch. Ihr solltet so kniebeugen, wie eure natürliche Fußhaltung ist. Also nicht parallel bei mir, nicht nach innen, sondern etwas weiter nach außen.
Hier seht ihr das, wie ich das verbessere. Die Füße rotieren nach außen, was ist? Die Kniebeuge wird perfekt, der Rücken rundet nicht ein, aber halt stopp, er rundet doch ein, wenn wir noch weiter runter gehen als 90 Grad. Dass die Knie nicht über die Fußspitzen sollen, ist auch meiner Meinung nach ein Mythos. Hier seht ihr, was ich meine. Ich gehe runter und um weiter runter gehen zu können, runde ich meinen Rücken ein. Was passiert automatisch, wenn man den Rücken gerade lässt? Der Körperschwerpunkt verlagert sich nach vorne und man geht auf die Zehenspitzen. Deshalb trägt man Squatschuhe, die will ich mir auch bald zulegen. Und was ist, wenn man keine Squatschuhe hat? Man nimmt sich etwas unter die Hacken, um einfach die natürliche Kniebeugenhaltung des Menschen zu unterstützen. Und hier seht ihr es jetzt mit Gewicht. Ich lege mir was unter die Hacken und meine Kniebeugen sehen jetzt so aus. Füße immer noch nach außen rotiert. Die Knie gehen nach außen, sodass der Bauch nicht im Weg ist. Ja, die Knie gehen am Körper vorbei. Nicht nach innen, sondern schön nach außen die Knie. Füße auch. Und so sieht die Kniebeuge aus. Und jetzt kann ich auch weiter runter gehen, weil meine Hacken etwas weiter oben sind. Mein Körperschwerpunkt etwas weiter vorne. Und es erlaubt mir halt ganz runter zu gehen. Und ihr seht, die Stange geht parallel zum Boden runter und wieder hoch. Und so sollte eine perfekte Kniebeuge meiner Meinung nach aussehen. Hier seht ihr das nochmal mit ordentlich Gewicht, also in Action. Da ist es klar, dass die Form nicht perfekt ist, aber ich finde sie sehr gut und ich mache sehr gute Fortschritte ohne Schmerzen. Falls ihr vielleicht auch solche Probleme hattet, können euch diese Tipps vielleicht auch helfen. Ich fasse nochmal zusammen. Natürliche Fußhaltung einnehmen, so wie ihr geht, so solltet ihr auch stehen. Entweder parallel oder nach außen, kommt darauf an, wie ihr geht. Eher weiter einen Tick nach außen, damit die Knie automatisch auch nach außen zeigen und die Knie am Körper vorbeigeführt werden. Außerdem solltet ihr entweder Squatschuhe tragen, wenn ihr nicht gelenkig genug seid, oder ihr legt euch was unter die Hacken, um halt ganz weit runter gehen zu können und die natürliche Körperhaltung bei den Kniebeugen zu unterstützen. Hier seht ihr mich bei einer anderen Übung, und zwar beim Sumo-Kreuzheben. Und ich finde, meine Form ist auch hier besser geworden. Mein Arsch ist nicht mehr so schwach, das heißt, der schießt nicht mehr zuerst hoch, sondern alles geht gleichmäßig hoch. Klar, alle Wiederholungen waren auch noch lange nicht perfekt, aber ich werde das jetzt so beibehalten, am Beintag Kniebeugen, dann Sumo-Kreuzheben jeweils im 5x5. Ich mache damit sehr, sehr gute Gains. Ganz einfach daran zu erkennen, weil ich stärker werde. Hier seht ihr, wie ich Bauch trainiere. Wurde auch gefragt von euch. Ich mache erstmal die Bauchmaschine mit sehr viel Gewicht, wenig Wiederholungen. Und dann mache ich nochmal für den Serratus, für die seitliche Bauchmuskeln, aber auch für die mittleren. Also diese Übung ist für den kompletten Bauch, sowohl seitlich als auch vorne. Hängend den Scheibenwischer. Diese Übung ist sehr schwer, es wird nicht jeder ausführen können, aber versucht erstmal das Beinheben im Hängen und ihr werdet euch dran gewöhnen. Und irgendwann könnt ihr das ausführen und diese Übung ist echt richtig heftig für die Bauchmuskeln. Training war mal wieder Bombe. Ich konnte mich in jeder Übung steigern. Und ihr wisst es ja, so mag ich es, so bringt es richtig, richtig Spaß. Post-Workout-Meal nehme ich jetzt zu mir. Und zwar 1 Kilo Fritten mit Kokosöl. Und meine Lieblingsgewürze hierfür sind Salz und Paprika. 50 Gramm Ketchup, halbes Kilo Gemüse und zum Nachtisch ein Latte Macchiato Protein Shake von MyProtein. Link ist in der Beschreibung, wie immer, mit den besten Rabatten von ganz YouTube. Vielen Dank für eure Unterstützung, wenn ihr über meinen Link bestellt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen sauer auf euch Fitnessfreunde. Weil ich beim letzten Video, wo ich mir den Döner und Ben & Jerry's und alles reingezogen habe, habe ich nur Likes von euch bekommen, nur Daumen hoch. Und ihr sollt mich eigentlich zur Vernunft bringen, dass ich so eine Scheiße nicht esse und nicht meine Videos liken, ja? Ja, also Spaß beiseite. Auf jeden Fall trotzdem danke, dass ihr auch meine Videos gut findet, auch wenn ich mir mal so eine Scheiße reinziehe, ja? Menschlichkeit. Das ist es halt. Trotzdem habe ich ein kleines schlechtes Gewissen jetzt gehabt nach dem Cheat Day.
Deshalb esse ich heute wieder sauber, wie ihr gesehen habt. Jetzt noch, es ist schon nachts, 11, 12 Uhr, das hier, Spaghetti Bolognese mit einfach Nudeln, Parmesan obendrauf, Tomatensauce, kennt ihr halt, Spaghetti Bolognese. Und wie die Amerikaner sagen würden, 96% Lean Beef, das bedeutet 96% Fleisch und 4% Fett. Dadurch wird die ganze Mahlzeit natürlich sehr fettarm, so wie die Mahlzeit davor auch schon. Das heißt, ich habe heute nur 30 Gramm Fett, obwohl ich 50 bis 60 darf. Und deshalb werde ich mir zum Nachtisch das hier gönnen. Auch praktisch fettfrei. Das ist Joghurt mit ein bisschen Milch, also Sojajoghurt mit Sojamilch und Früchten, verschiedenen Früchten. Und für die paar Fette, die mir heute noch fehlen, esse ich sehr, sehr gute Fette, bestehend aus Kokosraspeln und Mandeln. Insofern werde ich euch meine Makronährstoffverteilung für heute nicht vorlesen, wollte ich gerade machen, aber ich blende sie einfach ein. Das ist besser. Da ich heute, denke ich mal, soweit alles gezeigt habe von meinem Tag, was ich wollte, wird das ein Tag eines Pumpers, weil ich sehr viel positives Feedback wirklich bekomme zu den Tag eines Pumpers Videos. Und ich freue mich wieder auf eure Bewertungen und auf eure Kommentare. Wie ihr wisst, motiviert mich das unglaublich. Und in diesem Sinne, vielmals, dass ihr auch dieses Video eingeschaltet habt. Der Schluss wird jetzt nicht perfekt, weil meine Kamera wieder spinnt, aber ich lasse es einfach laufen, damit ihr mal seht, wie scheiße diese Kamera ist, dass ich unbedingt eine neue brauche und ich versuche bald eine neue zu kriegen. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Fitnessfreunde.